Mein Name ist Lisa Krengel und ich bin Pfarrerin in der evangelischen Kirchengemeinde Bottrop. Was sind das für haarige Zeiten? Die Haare sind bei uns zu Hause ein absolutes Dauerthema. Sie wachsen und wachsen, lang und länger, Woche für Woche. Corona-Style eben. Und bis morgen gibt es niemanden, der sie professionell schneiden kann und darf. Und jetzt? Jetzt wollen alle das Gleiche. Ein Termin beim Friseur des Vertrauens. Bei uns zu Hause hatte ich mich angeboten, aber sowohl mein Mann als auch mein Sohn haben dankend abgelehnt. An ihre Haare durfte ich mit meiner Bastelschere einfach nicht ran. Haare sind ein empfindliches Thema und nicht selten Zeichen von Schönheit, Kraft und Stärke. Wen wundert's, dass die Haare auch in der Bibel eine Rolle spielen? Das Buch Richter erzählt vom haarigen Helden Simson, der die Philisterfeinde in die Flucht schlägt. Allein durch die Kraft und die Stärke seiner Haare, die, man merke auf, niemals geschnitten werden durften. Und als es dann doch passiert, da nimmt das Unglück um Simson seinen Lauf. Auch im Hohenlied der Liebe werden die Haare besungen. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die herabsteigen vom Gebirge Gilead. Oder das Haar auf deinem Haupt ist wie Purpur. Ein König liegt in deinen Locken gefangen. Worte, die nach Berührung und nach Zärtlichkeit klingen. In Zeiten der Vereinzelung und Distanz werden vielleicht Sehnsüchte wach. Nach Nähe, nach Zärtlichkeit, nach jemandem, dem man durch die Haare fahren kann. Wie gut, dass es im Lukas-Evangelium heißt, nicht einen einzigen von euch hat Gott vergessen. Auch die Haare auf eurem Kopf sind gezählt. Fürchtet euch nicht. Wenn Gott sogar die Haare auf unserem Kopf zählt, wie viel mehr wird er dann auch unsere Tränen, unsere einsamen Stunden, unsere Sorgen und Nöte zählen und kennen. Niemand wird vergessen. Gott hat alle im Blick. Nach haarigen Zeiten werden auch wieder andere Zeiten kommen. Fürchte dich nicht. Amen.